Ja, servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu unseren Back Nine hier, TPC Scottsdale. Und ihr habt es gerade gehört, das war der Sound des Publikums. Das ist Stadium Course, TPC Scottsdale in Arizona. Und wir stehen an der 10, liegen 3 unter Par und haben eine ordentliche Runde gespielt. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu EA Sports PGA Tour und wir legen gleich los mit dem nächsten Abschlag. So, die Bahn ist interessant, weil die geht hier dann richtig rechts rum. Das heißt, wir müssen hier unbedingt hier neben den Bunker liegen. Es geht bergab. 382 Yards. So. Und da denke ich, da reicht auch ein Holz 3. Wenn wir hier uns ein bisschen hier ranspielen, dann haben wir noch, ja, 140, 150 Yards. Das reicht völlig aus. Okay. Kleinen Fade vielleicht reinspielen. So, der Wind soll uns nicht weiter stören. Ich wünsche uns wie immer ein schönes Spiel. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. From the fairway, Iona, this his second. 128 yards to the front portion of the green, 136 all the way to the hole, pin just on. Pin tucked in the front left-hand portion of the green today. Wir werden das Neuner spielen und hoch anspielen. Denn das Wedge wird zu kurz sein. Das kriegen wir hier nicht drauf. Da müssten wir hier drüben auf jeden Fall schlagen. Approach wird ein bisschen... Nee, der bleibt sofort liegen. Wir versuchen es doch ein bisschen mit mehr Saft. Das heißt, wir werden jetzt etwas... Na, low spielen, damit er ein kleines bisschen hoffentlich mehr rollt und uns ins Grün rollt. Yep, damit können wir gut leben. That's not too bad. Good shot. Inside 20 feet, I would imagine. So a good chance, really an outside chance for birdie. Ja, es geht bergauf. Es geht bergauf, deswegen haben wir auch 2,5 Kästchen hinterm Stock, aber wir haben nicht allzu viel Break. Break, Break, Break. Ja, okay, der wird nämlich zuerst gerade und dann ein bisschen nach links gehen. Okay. Okay. Ja, wenn wir wieder zu schnell sind. Ja, bingo. Das ist wieder mal ein guter Anfang für die Back Nine. Well, you might be the only one, Rich, because this is an absolute scorecard wrecker. Water all the way down the left side. There's two bunkers. Don't worry about that. They're not off the tee. They're around the green. They protect the left front and the back. If you think you can bail out down the right side, well, you could find cactus and all sorts of crazy things down the right. And believe me, go down there, more than anything, they'll wreck your scorecard as well. Ja, wir kommen jetzt auf die Back Nine, wo auch wesentlich mehr Wasser zu finden ist, beziehungsweise hoffentlich nicht. Das wollen wir überhaupt nicht finden, das Wasser. 273 Yards würden wir hier liegen und dann haben wir doch noch ordentliche 180 Yards bis zum Grün. Jetzt habe ich nicht ganz aufgepasst, ob die Fahne hinten oder vorne steckt. Aber ich glaube, wir werden hier den Drive spielen müssen. Und um vom Wasser wegzukommen, müssen wir auf jeden Fall den Ball etwas faden. So, geschmeidig durchschwingen, ohne große Action. Oh ja, das war es überhaupt nicht. Das war es überhaupt nicht. Aber ich hoffe, dass der liegen bleibt.
Yep, der wird nicht reinrollen. Sehr gut. Liegt zwar jetzt im Rough. It's going to be safe, but it is in a tough spot left of this 11th fairway. Ja, schlecht für die Statistik, aber gut für den Score. Down the Noda. More problems than solutions with the ball sitting in the left rough here at 11. Now got to contend with the water, the bunker and try dearly to hold this green. Ja, da ist eigentlich safe aufs Grün kommen, um dann mit einem Zweipart hier noch das Paar zu spielen. Also hier muss man eigentlich kein Risiko eingehen. Die Frage wird nur sein, können wir mit dem 7er das Grün erreichen? Oder sollen wir es hier eher mit dem Eisen 6 probieren, ein bisschen höher anspielen? Oder machen wir es einfach wie gerade eben? Eisen 7, aber ein bisschen flacher. Auf jeden Fall will ich hier rechts sein und mit zwei Putts noch das Paar retten. Alles andere wäre hier wirklich ein Bonus. Weil sonst haben wir Trouble, wenn wir hier unten links im Bunker liegen und müssen dann zur Fahne hinter der Fahne ist das Wasser. Das wird keine Freude. Also versuchen wir es einfach mal so. Wir liegen, wie gesagt, im hohen Gras. Das heißt, da werden wir sowieso etwas gebremst. So, ansonsten nimmt er eh keinen Sidespin, wird er eh kaum annehmen. Oh, der geht nach links, der ist weg. Unser erster Wasserball. Ah ja, unplayable lie. Jetzt haben wir aber die Entscheidung, ob wir Point of Entry, Previous Shot oder Target Line. Dort, wo er reingegangen ist, das wäre hier. Das wäre der ursprüngliche Schlag. Und das ist im Prinzip das gleiche in grün, Target Line. Genau. Ja gut, dann machen wir das. Ja, okay. Select. Er droppt hier den Ball. Oh, sogar mit einer Animation. Mit dem Wedge. Sollte keinen Spin haben. Das 50er ist safe. Ja, der hat keinen Spin. Aber der bleibt hier an der Kante liegen. Ja, das stinkt. Das riecht nach einem Doppelbogey, Freunde. So, dann müssen wir gucken. Schadensbegrenzung, das Ganze geht nach links. Ja, das ist jetzt alles andere als eine gute Position. So. Aber wir sollten den Ball aufs Grün bringen, damit wir ihn ordentlich putten können. Also jetzt über den Stock hinausrollen, das wäre jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja, komm, bleib liegen. Ja, aber wir sind auf dem Grün. At one stage it looked like he was going to turn three shots into two, but I think that's reversed now. Oh ja, und der ist auch noch nicht drin. Der ist auch noch nicht drin. Jo. Good work there to make sure things don't get worse, but as it is, it's a double bogey. Also ich glaube, das ist unser erstes Double Bogey. Scottsdale is the most famous, but maybe the most beautiful par 3 of the golf course is right here, the 12th, with that peninsula green and water all down the right side and the two deep bunkers protecting the left. This is an excellent par 3. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht nur hier auf diesem Platz, sondern ich glaube generell, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob wir jetzt in irgendeiner Quickrunde tatsächlich schon ein Doppelbogey, doch mit Sicherheit natürlich, auf jeden Fall in diesen Matchplay-Dingern. Und ja, nee. Gehört auch dazu, muss man auch mal wegstecken können. Was schwimmt denn da rechts? Was soll denn das sein? Äh.
Was ist denn das? Also nicht, ach, Enten. Okay, alles klar, gut. So. Jetzt konzentrieren wir uns wieder. Eisen 4 rollt durch, Eisen 5, Eisen 6. Eisen 7 kommt hier auf und rollt Mitte grün. Okay. Eisen 6, das ist mir fast zu nah, aber wir können natürlich etwas höher anspielen. Wir machen das mit diesem Schläger, denn wir haben ja ein kleines bisschen Wind und versuchen es wieder mit dem Fade vom Bunker weg. Sehr schön, Mitte grün, safe. And that one gonna wind up smack dab in the middle of the green. You gotta think two putts will work out fine from here, but this is a long look for birdie. Ja, da hat er allerdings recht, aber warum sollten wir den nicht stopfen? Denn er ist eben, es ist ein ebener Putt. So. Warum sollten wir den nicht stopfen? Wir müssen wieder gucken, dass wir natürlich jetzt im Bogen, im Radius, auf dem Kreis bleiben. Das heißt, dann muss es etwas kürzer sein. So, das Publikum schreit nicht. Ich glaube, wir sind unterm, ja, unterm Stock. Lag putting such an underrated part of the game, and that is well done there. Der war etwas zu kurz, etwas zu vorsichtig, wie man so schön sagt. Aber dafür haben wir dann ein safe Par. So some good putting on display. That's an easy tap in for his par. Easy tap in for this par. To the par 5, 13th here at TPC Scottsdale. Lots of danger left and right of this tight fairway, Frank. This hole has really changed over the years. It used to be a split fairway. That no longer exists. That bunker you can see down the left side, which you can't carry, really defines the left side of this hole. Water still in play down the right, and big change here is the bunkering along the left front and left side of this green. So you can't just blaze away and comfortably expect to hit 13 and 2 anymore. Ja, da müssen wir erstmal übers Wasser schlagen. Und da muss man sich dann wieder Gedanken machen, wenn wir natürlich den nicht cutten, dann wird der hier lang rollen und dann hat er da aber eine kleine Welle. Also, ich muss noch mal gucken. Er müsste auf jeden Fall drüber kommen, deswegen bleiben wir doch lieber hier. So, und dann werden wir das probieren. Ist ein paar 5. Und das heißt, da werden wir sowieso höchstwahrscheinlich nicht mit dem zweiten draufkommen. Oh ja, der bleibt wieder links. Springt er wieder? Ja, bleibt im First Cut vermutlich liegen. Ja. Ja, und das bedeutet, dass wir vermutlich nicht so viele Gummipunkte, weil wir haben ja, wie gesagt, nicht allzu gute Werte hier erspielt. Und da komme ich so als kleine Überleitung auch dazu, dass man sich gewünscht hat, dass ich vielleicht noch ein Video mache zum Thema, wie man hier den Golfer levelt, wie man das Equipment levelt, wie sich das mit diesen verschiedenen Punktesystemen, mit den Reward Points oder mit den PGA Tour Points oder Skill Points und so weiter verhält. Das möchte ich auf jeden Fall die nächsten Tage machen. Also freut euch schon mal auf ein kleines, wieder mal lehrreiches Video, wo ich versuche zu erklären, wie man am besten an Punkte kommt und wie man die dann einsetzt und wie man seine Schläger und seinen Spieler entsprechend skillt. Ja, das wurde gewünscht. Stand in den Kommentaren und die lese ich ja und deswegen bereite ich da auch ein entsprechendes Video vor. So, wir werden hier einfach den Ball hier ins Fairway legen.
Dann haben wir noch knapp 50, 60 Yards und können den Ball, das brauchen wir eigentlich nicht, ein bisschen mehr Entfernung wäre mir lieber für den dritten Schlag. Also versuchen wir den dahin zu spielen. Sehr schön. Eisen 5, das sollten wir doch eigentlich gerade durchziehen können. Yep, von der Linie sieht's gut aus, von der Schwungebene sieht's gut aus und der Ball landet im Fairway. 71 Yards zum Loch, also knapp 63 Meter. Und das heißt, wir haben jetzt einen Wedge und bei dem Wedge müssen wir aufpassen, weil da werden wir Backspin haben. Na, 54er auch. Dann werden wir versuchen, den ein kleines bisschen flacher zu spielen. So, low. Zum Stock. Und er läuft noch ein bisschen. Okay. Dann haben wir die Möglichkeit, vielleicht mit dem nächsten Birdie uns wieder einen Schlag zurückzuholen, um dann wieder auf 3 unter Par zu kommen. Und dann hätten wir wieder das Doppelbogey ausgemerzt. Es geht ein kleines bisschen bergauf. Es geht ein kleines bisschen bergauf. Und wenn ich das richtig sehe, will der tatsächlich rechte Lochkante. Gut, wenn er das so möchte, dann werden wir das so auch tun. Denn seinem Caddy sollte man vertrauen. Er kennt den Platz am besten. Ja, komm. Yes, a good look at that one. All the way in. It's a birdie. It pushed that score to 3 under for the round. So after the fun at the par 5 13th, you have to knuckle down here at the par 4 14th. It is 490 yards and par is an excellent score here on this hole. Ja, wir nähern uns wieder dem Stadium der 16. Die nächste Bahn ist auch eine sehr, sehr schöne Bahn. 15, 16, 17 sind sehr interessante Bahnen und meistens auch dann immer eine Vorentscheidung natürlich, wenn es hier um den Sieg geht. 466 Yards haben wir hier auf diesem Par 4. Auch hier gilt es erstmal doch die verhältnismäßig schmalen Fairways, die Landezonen. Man sieht es auch nach der Landezone, wird es dann immer ein bisschen schmaler, diese zu treffen. Und wir müssen doch gucken, dass wir da ein bisschen ja, Strecke hinkriegen. So, der Draw soll sein. Yep, auf jeden Fall sind wir hinter den Bunkern und der Ball rollt noch. 262 Yards haben wir Carry geschlagen. Ich denke 301 total. Wieder mal gut geschätzt, Herr Kollege. So. Position A, right in the fairway, 180 Yards to go. Ja, das geht ein bisschen hoch, 8 Fuß. Da müssen wir dann mal schauen. Auch hier gilt Mitte. Wir haben eigentlich genügend Grün zum Anspielen. Da müssten wir mit dem Schlag gut zurechtkommen. Aber bleibt er da liegen? Da sollte er eigentlich liegen bleiben. So, kleines bisschen doch nach rechts und versuchen wieder einfach locker durchzuschwingen. Ja, damit wir nicht verreisen, so wie vorhin mit dem Wasserball. So, komm ein bisschen runter nach links, damit der Green Regulation uns Punkte bringt. Experience Points. Und wir dadurch Erfahrung sammeln. So, das sieht jetzt auch erstmal nach einem relativ guten Putt-Linie aus. Ja, das ist gar nicht mal so schwer. Aber es geht bergab. Es geht bergab. Aber vom Prinzip her startet der Ball eigentlich gerade, geht dann links und kommt wieder rechts rüber. Na, falsch, das wollte ich gar nicht. Wir korrigieren. Ja, man sollte meinen, dass er eigentlich erstmal gerade startet. So ist eigentlich die Idee. Okay.
Und jetzt muss der wieder rechts rüber. Oh yes, that's the right line and it's in for a birdie. Well done. Arriving now at the 553-yard 15th, another reachable par 5, water guarding the left side of the fairway. Players hit their second or third shots into an island green, and scores can range from 3 to 7 here, so the 15th is always exciting. Ja, da haben wir ein richtig schönes Inselgrün. Das muss man natürlich auf jeden Fall treffen, gar keine Frage. Und hier stellt sich auch immer die Frage natürlich, ob man mit dem zweiten angreifen kann oder nicht. Ihr seht das Stadion mit der großen Videowand. Aber das soll uns jetzt mal nicht interessieren. Wir müssen schauen, dass wir hier rechts bleiben und den Ball sauber ins Fairway bekommen. Und dann sehen wir erstmal weiter. Geht ein bisschen nach rechts. This one working up the right side. Ah. Ja, natürlich wieder ins Rough. Und das heißt, auf gar keinen Fall können wir das Grün angreifen. Das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht. Gut, also Eisen 8. Eisen 8. Auf die 100 Yards. Mehr braucht es nichts, hilft nichts. Denn wie gesagt, wir haben ja keinen guten Drive gespielt. Ja, der verliert doch deutlich an Länge. Sind schon 20 Yards hier aus dem Rough. So, 54er Wedge. Hindern Stock. Dann sollten wir da auch mit Backspin spielen. Bin jetzt mal gespannt, ob wir den zurückkriegen. Ah, der ist zu kurz. Aber er liegt gut, weil es sieht schon wieder nach einem flachen Putt aus. Ja, nicht ganz. Wir werden auf jeden Fall die Rechts-Links-Kurve haben. Aber es ist nicht viel. Aber wir müssen berghoch putten. Ja, wir müssen berghoch putten. Und das sieht mir stark nach rechts der Lochkante aus. Oh, das könnte etwas wenig gewesen sein. Ah, fällt gerade noch rein. Sehr schön. This is absolutely one of the coolest. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es eine Animation gibt. Fenway Park into the desert, trading a baseball bat for a golf club, and it is bottom of the ninth, bases loaded, tie game, World Series rowdy. I mean, there is nothing like it in golf. Ja, also solche Tribünen oder solch eine Par 3 und wie das hier als Stadion hier gebaut ist, also kenne ich sonst nirgends. Und es ist wirklich zu 360 Grad, es ist dicht. Und das ist schon eine spannende Geschichte. Schade, dass sie jetzt keine Animation gemacht haben, wie der Spieler. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob wir das irgendwie einfangen können. Dass er eben da hinten rechts unter der Tribüne reinkommt. Das wäre natürlich schon eine starke Sache gewesen, zusammen mit seinem Caddy. Und dann eben die Crowds hätten eben dann hier geschrien hätten und gejubelt hätten. Wäre eine coole Sache gewesen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Jetzt konzentrieren wir uns wieder auf den Schlag, weil man sieht, da hat es auch wieder vor dem Grün eine Waste Area. Eisen 8 wird rollen. Eisen 9 wird zu kurz sein. Wir werden das Eisen 8 spielen und zwar direkt auf den Stock hier fast zu. Da hat es ein bisschen eine Welle nach links raus. Werden aber das Ganze, denke ich, ein kleines bisschen höher anspielen. Aber locker durchschwingen. Oh ja, wir haben wieder ein bisschen nach rechts verrissen. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, pretty safe there. That won't get this crowd into a frenzy, but it is safely on deck. Ja. Now this for another birdie.
Und sollte das hier zum Birdie fallen, dann wird hier die Hölle los sein, vermute ich mal. So, der startet eigentlich erstmal Richtung linke Lochkante. So. Ja, und weil es bergab geht. Okay. Aber für mich sieht es so aus, als würde er linke Lochkante starten. Das ist auch wieder so ein verflixtes Doppelbreak. Ja, müssen wir wieder aufpassen, dass er nicht zu schnell wird. Sonst läuft er uns durch. So, der Caddy guckt und hilft uns. Und jetzt wieder links rüber. Aua. Über die Kante rein. Up next, the 332-yard drivable par 4 17th. Players going for the green need to avoid the water short and left of the putting surface. A miss right will still allow for a fairly simple up and down. Ja, das ist jetzt wieder so ein drivable par 4. Da wird immer versucht, von den Pros hier das Grün wirklich mit dem Driver anzugreifen. 333 Yards. Die Gefahr ist natürlich, Bälle, die nach links abhauen, dass die hier nach links eben ins Wasser rennen. Deswegen wird meistens versucht, hier in diesen Bereich reinzuspielen, zwischen die Bunker. Und das werden wir auch versuchen, denn mit dem Drive kommen wir eigentlich gar nicht hin. Das können wir vergessen, aber wir werden versuchen, mit einem Draw dem Ball hier die Kurve ein bisschen mitzugeben. Im dümmsten Fall läuft er uns in den Bunker. Noch ein bisschen links. So, da hat jemand auf der 16 anscheinend wieder mal das Grün getroffen. Bleibt er gerade? Nein, er nimmt die Kurve. Yeah, why not? Another great tee shot. Maybe a chance now to go after what would be a fifth consecutive birdie. Ja, das Problem ist jetzt aber ein kleines bisschen, dass wir wenig Grün zum Anspielen haben. Wir haben wenig Grün zum Anspielen. Hätten wir natürlich weiter links gespielt, dann hätten wir mehr Grün jetzt für den Pitch gehabt. Außerdem ist es fast hier auch die höchste Stelle, so wie es aussieht. Und es geht für uns generell 3 Fuß nach oben. Da, wo der Ball aufkommt, wir müssten mal gucken, ob wir das nicht mit einem Flop-Shot machen. Long-Flop. Wir könnten es mal versuchen, ob wir den hier zum Liegen bringen. Oh, nochmal ganz böse links rübergezogen. Bleibt er wesens oben liegen? Ja, heikler, ganz heikler. Also ein Lobshot ist immer, ist mit das Schwierigste, was geht. Vor allen Dingen vom Fairway. Seemingly had no problem with his reads all round long, so this shouldn't be too difficult. So, unser Caddy versucht uns wieder zu helfen und uns natürlich den Tipp zu geben, dass wir 3,5 Kästchen nach oben. Es ist ein deutlich kräftiger Bergauf-Putt. 3,5 Kästchen. So, mit einem Break von rechts nach links. Da wir Gas geben müssen, wird er das Break fast nicht annehmen. So, also versuchen wir es hiermit. Aber verhungern darf man natürlich auch nicht. Das sieht gut aus. Five birdies in a row. What an outstanding finishing hole here at TPC Scottsdale. Not overly long, but it is challenging. At 442 yards, this par 4 is all about strategy. You can challenge the lake on the left if you're one of the bigger hitters. Cut the corner of the church pew bunkers. That leaves you with just a flip wedge in. Or
you can take the safe route. Just go down the right side of the fairway. Ja, right side, das ist es auf jeden Fall. Und mit einem leichten Draw versuchen wir, den hier reinzuspielen. Wäre natürlich nochmal herzallerliebst, könnten wir hier die 424 Yards mit einem Birdie beenden. So. Aber wir wollen definitiv nicht ins Wasser. Ich überlege jetzt auch gerade, wenn wir den gerade schlagen, kommen wir auch nicht bis zum Bunker. Eigentlich müssen wir hier gar keine Kurve spielen. Yep, das ist gut so. Hey, what the game? She's kind of easy right about now. Five straight birdies on the card and another beautiful tee shot here. Chance to set himself up for a good scoring opportunity with his second shot here. So, mit einem Wedge ins Grün. Es geht aber ein bisschen nach oben und das Wedge wird uns nicht reichen, habe ich den Verdacht. Wir werden unter dem Stock liegen bleiben. Aber dann haben wir einen leichten Bergauf-Putt. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Aber wir haben auch noch ein bisschen Gegenwind. Wir werden diesen Schlag machen. Allerdings wieder ein kleines bisschen flacher versuchen zu spielen. Nee. Low. Damit er ein bisschen mehr Roll bekommt, wenn er aufkommt. Ja, bleibt ein bisschen links, aber wird ja hoffentlich aufs Grün kommen. Ja. And safely on deck. That's the main thing, but from that distance, really don't leave yourself like a knee knocker. Das ist ein ziemlicher Bergauf-Putt, aber es dürfte kein allzu starkes Break sein. Ja, das ist auch ein machbarer Putt. Wir schauen wieder auf die Kästchen, wie viel wir drüber hinaus putten müssen. Das sind doch satte 4,5 Kästchen. Okay. Ja, das ist wieder so ein bisschen rechte Lochkante eigentlich. So viel Break ist das nicht. Ja, das breakt hier, okay. Ja. Okay. So. Und 4. Gut. Wie gesagt, darf einfach nur nicht verhungern. For birdie here at 18, and that will mean it is a round of 63, 8 under par, absolutely scintillating. Well, that about wraps it up for us here today. I'd like to thank my partner Frank Nabilo. Really enjoyed it, Frank. Yeah, it's been a good day out here. Once again, we've seen the golf course give more than it takes. For Frank Nabilo, I'm Rich Lerner saying so long for now. So long for now. Ja, ich vergesse immer, dass die Jungs noch ein paar Schlusssätze reden, deswegen rede ich da immer ein bisschen rein. Also man sieht es hier auf der Scorekarte, wir hatten einen guten Anfang, einen soliden Anfang und natürlich war die Euphorie da hier an der 10, weil wir gleich wieder ein Birdie gespielt haben und dann hatten wir halt einfach unseren ersten Wasserball und das Doppelbogey war halt letztendlich, ja, nicht mehr zu vermeiden, kann man fast sagen. Ja, aber dann haben wir uns berappelt und dann starke 6 Bahnen Birdie gespielt. 6 in a row und können dann die zweiten 9, die Back 9, tatsächlich mit einer 31 abschließen. Und was mich auch gefreut hat natürlich, dass wir auf der 16 im Stadium, in der berühmten, ja, Stadium Course oder der berühmten Stadion-Atmosphäre tatsächlich auch hier ein Birdie gespielt haben und ihr habt das Publikum, die Zuschauer gehört, die waren aus dem Häuschen. So, ich hoffe, ihr wart auch sehr zufrieden mit dieser Runde, habt ein bisschen wieder interessante, ich sag mal, Eindrücke mitgenommen. Es ist auch ein interessanter Platz. TPC Scottsdale und die 16 ist einfach legendär, so wie die 17 in Sawgrass oder eben Amen Corner in
Augusta. Das sind halt einfach die Signature Holes, wie man so schön sagt. Das kennt man, das weiß man. Und ich glaube, demnächst werden wir mal Pebble Beach spielen, weil da gibt es auch ein schönes Par 3 mit Blick auf The Ocean. Ich darf mich an der Stelle noch nicht verabschieden, weil wir wollen hier auf jeden Fall gucken, ob es hier für diese 8 unter Paar auch ordentlich Bonus-Points gegeben hat, ob wir XP und Scoring-Points bekommen. 19.000, wir leveln wieder ab auf 22 und das gibt dann wieder Reward-Points 2. Und mit diesen 2 können wir dann wieder anschließend unseren Kollegen hier ein bisschen pimpen. Ich bin am Überlegen, was wir da brauchen. Wir brauchen langsam ein bisschen mehr Power auf dem Driver. Aber eigentlich kommen wir ja ganz gut hin mit den Par 4s, mit den Par 3s. Es sind so die Par 5, wo wir halt noch nicht richtig auf Eagle gehen können, weil uns da doch ein bisschen noch die Länge fehlt. Aber nichtsdestoweniger werden wir hier den Kollegen noch ein kleines bisschen pushen, um dann hoffentlich die Tage endlich im Karrieremodus zu starten. Und ich bin davon überzeugt, wir machen das von ganz, ganz unten wirklich amateurmäßig. Ich habe schon gelesen, interessante Plätze sind da auch mit dabei. Und das ist dann überhaupt nicht verkehrt. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. So, ich hoffe, es hat euch auch heute ein kleines bisschen gefreut. Freut euch auch auf eins der nächsten Videos, wo wir dann das Ganze hier mit dem Leveln dann auch mal erklären werden. Ich darf mich an der Stelle recht herzlich natürlich nicht nur für eure Aufmerksamkeit bedanken, sondern natürlich auch dafür, dass ihr so toll hier mitmacht. Immer schön Kommentare schreibt, Anregungen gebt, natürlich eure Likes freuen mich und was mich auch sehr freut, sind natürlich die Neuabonnenten für diesen Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid jetzt hier zum Beispiel bei EA Sports PGA Tour. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken und wünsche euch weiterhin ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal.